Und ich habe nur den kleinen Korb mitgenommen. Guck dir das mal an. Was der für einen Stiel hat. Krass. Eine ganze Familie. Kleine Soldaten. Und das da ist die Königin? Was ist das? Aber ist das nicht Wahnsinn, wie groß die werden können? Ein gelbfüßiger Hexenröhrling. Herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Es ist neblig, es ist recht kühl, aber dennoch richtig schön draußen. Wir gehen jetzt einfach mal wieder bei uns hier in den Wald und schauen einfach mal, was sich so ergibt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Oben am Hang, bei uns ist es ja sehr hügelig, sieht man aus dem Augenwinkel schon was. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. So hinter dem Stamm da, hinter dem abgeschnittenen. Seht ihr das da hinten? Na? Da oben. Da laufe ich jetzt mal hin. Das hat mich irgendwie angelacht. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wenn ich hier irgendwie hochkomme. Das sieht schwierig aus. Ich glaube, ich gehe hier von der Seite hoch. Hier sind überall Brombeerhecken. Und es ist rutschig. Er sagt, dass Pilze suchen einfach ist. Mann, ist das schön. Krass.
Ist der nicht schön? Wahnsinn. Jetzt habe ich das Wort schon wieder gesagt. Schaut mal den an. Was für einen Stamm der hat. Also, madig ist er nicht. Hier ist er ein bisschen weich. Aber ansonsten richtig fest. Keine Maden. Hier haben wir wieder einen der Gelbfüße. Kupferrote Gelbfuß. Zwei kleine. Ist wie das Kuhmaul auch ein ganz guter Speisepilz. Ich habe die jetzt noch nicht probiert, aber das Kuhmaul neulich war wirklich sehr lecker. Es ist einfach richtig schön heute im Wald wieder. Vor allem nach so einem Regentag. Der Jovi ist schon wieder in einem anderen Stück unterwegs. Hier etwas weiter. Und hat schon wieder Dinge gefunden. Da laufen wir jetzt mal hin. Was habt ihr gefunden? Mimikris. Der Hund. Wie schön die da sich versteckt haben. Der ist wahrscheinlich schon zu alt, wobei er nur recht festen Eindruck macht. Aber wenn man hier reindrückt, sieht man, dass das einfach drin bleibt. Der ist zu alt. Der bleibt hier und man sieht auch hier unten, wenn man drunter guckt, dass die Röhren schon sehr, sehr dunkel sind. Aber die zwei hier, die sind noch richtig schön knackig fest. Steinpilze sind dieses Jahr erstaunlich wenig madig. Das ist nicht immer so. Also normalerweise sind die immer relativ schnell
Mal hatte ich. Aber dieses Jahr irgendwie nicht. Einwandfreie Qualität. Ein Hexenring. Ja. Aus grünblättrigen Schwefelköpfen. Das sind die Soldaten, die die Hexenkönigin bewachen und den Hexenkönig. Und wo ist der Hexenkönig? Der Rote da. Aber guck, hier außen sind noch Bewacher. So kleine Grüppchen. Dann kommt, weiß ich nicht, was ist das? Die Hauptmauer. Und hier sind überall kleine Soldaten. Und das da ist die Königin. Ich dachte, das sei der König. König. Es sind mehrere. Das ist der purpurfilzige Holzritterling. Und hier sind noch ein paar Afterleistlinge oder falsche Pfifferlinge. Das ist toll. Ja. Wunderschön, oder? Ich habe komischerweise den graublättrigen noch gar nicht gefunden dieses Jahr. Nee, und den roten auch. Ziegelroten. Den Ziegelroten auch nicht, nee. Aber diese grünblättrigen, die findet man echt überall gerade. Maronis. Dieser Hang ist auch cool irgendwie, gell? Ein Maronenröhrling. Was versteckt sich da? Ein zweiter Maronenröhrling. Viele haben wir noch nie gefunden. Nee, ich glaube, das sind vielleicht 4. Was ist das? Das ist riesig. Und das ist ein flockenstieliger Hexenröhrling. Was ist das für eine Dimension? Und der hat sich hier an dieser kleinen, jungen Buche vorbeigequetscht. Das ist ja Wahnsinn, der ist sogar noch gut. Oh nee, seht ihr das? Die sind hier verwachsen, die lassen wir einfach hier. Die dürfen hier bleiben, aber ist das nicht Wahnsinn, wie groß die werden können? Also die für einen fetten Stiel. Kleiner, dicker Mops. Die versteckt sich wirklich gut hier unter dem Laub. Aber man sieht die ganzen alten Flocken oder alte Pilze. Es kommen doch immer wieder neue nach durch den ganzen Regen jetzt.
Hier scheint es ein paar frische Flockis zu geben. Naja, die Schnecken, die mögen sie auch gerade. Das dürfen sie auch. Das ist wieder so eine gelbfüßige Flockenhexe. Die hat kaum Flocken am Stiel. Aber also trotzdem ganz feine, helle Flocken. Ich finde, die sind richtig schön. Das ist eine gelbfüßige, ein gelbfüßiger Hexenröhrling. Sieht der nicht schön aus? Da versteckt er sich. Das ist vielleicht, guck mal diesen Klaps an. Die Lamellen, die sind, diese Lamellen, ja, jetzt ist es soweit. Die Röhren sind schon relativ gelb, aber die sind noch gut. Der ist noch richtig fest. Jetzt schneiden wir den mal auf. Oh. Trotz, dass er so fest ist, ist er wurmig. Aber der Hut ist noch wunderbar und bis dahin noch gut. Das ist der andere. Der ist noch richtig gut. Keine Made. Zwischenstand nach 2 Stunden? Ja. Und ich habe nur den kleinen Korb mitgenommen. Aber wenn der Korb voll ist, dann reicht's auch. Oben sehe ich Fliegenpilze. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe die Fliegenpilze gesehen. Und jetzt sehe ich das hier. Da ist ja noch einer. Ich werde verrückt. Ein wunderschönes Exemplar. Hey Yogi, der ist vielleicht schön. Die sind alle schön. Yeah. Und die Fliegenpilze wieder als typische Steinpilzanzeige, ha? Huh? Hast den kleinen runden Apfel. Ja. Ich geh mal dafür. Und daneben ist noch einer neben dem einen hier. Yeah. Guck mal. Hallo. Und wie schön. Also, die sind ja wunderschön. Da ist ja nichts madig. Und der große hier? Ich traue mich gar nicht, den rauszumachen. Das ist so irre.
Da muss ich noch mal ein Foto machen von dem. Oh Gott, jetzt guckt euch mal das an hier. Yogi! Guck dir das mal an. Was der für einen Stiel hat. Krass. Einfach nur krass. Einfach nur der Wahnsinn. Ich muss dieses Wort leider benutzen, weil es einfach so ist. Ich werde verrückt. So. Eine ganze Familie. Hier haben wir Fliegenpilze und wir haben ja gerade hier die wunderschönen Steinpilze gefunden. Und hier der zweite Steinpilzanzeiger, die Pfefferröhrlinge. Und ich fürchte, das geht hier so weiter. Hier oben der nächste Steinpilz. Auch ein wunderschönes Exemplar. Also auf die Steinpilzanzeiger ist irgendwie Verlass. Was war da drüben? Schlockis. Aber die sind mir schon ein bisschen zu alt. Die. Bei so vielen Pilzen heute dürfen die hier bleiben. Dann nehmen wir doch lieber die knackigen, frischen, jungen Pilze mit, wenn man schon die Wahl hat. Hier sieht man schon die, also diese Fliegenpilze. Guck dir das mal an. Das ist. Ja, ich weiß. Siehst du den Wildwechsel, wo ich aufstehe? Wildwechsel? So. Und da, 2 Meter hoch. Und dann kannst du den Wildwechsel mal entlang. Und rechts und links. Das ist doch nicht noch mal einer, oder? Doch. Noch einer. Was ist eigentlich los dieses Jahr mit den Röhrlingen, mit den Steinpilzen? Überhaupt keine Maden und so wunderschöne Exemplare. Hier ist der Wildwechsel. Der Yogi macht hier mit mir Suchspiele. Geh hier lang, geh da lang. Warm, ganz warm. Wärmer, heiß. Ich sehe. Das ist doch, also. Ist denn das möglich? Ist das möglich? Ich war im letzten Video schon sprachlos. Oh, der ist zu weich. Oh, schade. Der ist zu weich. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Und ich habe nur den kleinen Korb mit. Der ist wirklich nicht groß und musste hier so auf ein Gemüsenetz ausweichen. Mache ich normalerweise nicht so gern, aber im Notfall. Da wird sich die Mutti freuen über die Pilze. Thank you.
Schon der zweite heute. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Die Feuersalamander sieht man dieses Jahr auch sehr häufig, finde ich. Ich habe bestimmt dieses Jahr schon 5, 6 Stück gesehen. Ich glaube, einen flockenstieligen Hexenröhrling, einen ziemlich frischen. Könnt ihr ihn schon sehen auf dem Bild? Ah, mal sehen. Von hier, da ist dieser Stamm. Da ist er. Und der ist ja auch wirklich schön. Hier hat wahrscheinlich ein Tier den abgebrochen. Hier liegt der Hut. Oh, hier drunter. Auch noch ein kleiner. Dicker. Und Freunde, ich glaube, ich sehe schon wieder einen Steinpilz. Seht ihr den? Jetzt sitzen wir hier eine Weile auf dem Boden, gucken uns einfach nur um und da steht sie. So schön. So schön mit ihrem Rot. Abschließend zeige ich euch jetzt noch, was wir alles gefunden haben. Schön, dass du dabei warst und uns begleitet hast. Jetzt kommt noch der Blick auf die Ausbeute. Der Korb ist voll mit Steinpilzen. Und hier haben wir nur die schönsten Flockis mitgenommen. Dadurch, dass die so stark blauen, sehen die dann immer gleich so, ein bisschen unansehnlich aus. Ich glaube, auch aus diesem Grund sammeln das einige Leute nicht, weil sie vor dieser Farbe zurückschrecken. Aber das sind wunderschöne, knackige Exemplare. Und die Steinpilze habt ihr ja gesehen im Video. Das ist einfach nur der absolute Hit.
Für heute endet unsere Waldrunde. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als 2 Stunden unterwegs. Der Herbst kommt so langsam. Der Korb ist gefüllt. Und wir sind zufrieden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und wir sehen uns dann oder hören uns in der nächsten Pilzrunde.